Lang ist's her, aber damit zuallererst mal hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von LBFB, hier mit mir, dem VRB. Ich weiß gar nicht, wie viele Wochen ich diese Worte nicht mehr ausgesprochen habe, aber so dachte ich mir jetzt hier zum Beginn dieser neuen Staffel, was eben heute der Fall ist, starte ich mal wieder eine ganz klassische Baufolge, also nicht groß Replay-Mod oder so, wo ich doch zuletzt ja ein bisschen den Fokus auch auf Qualität und so gelegt habe und auf Fortschritt, weil es ist doch immer ganz cool, gefällt mir auch selbst jedes Mal ganz gut, ist natürlich ein bisschen Arbeit, aber sogar ich selbst kann mir dann einfach so eine Folge nochmal aus ein bisschen anderer Perspektive anschauen, kann mich da einfach ein bisschen kreativer ausleben, wie ich so eine Folge gestalte, mit Kamerafahrten und mit erhöhter Geschwindigkeit, kann dann einfach mehr Fortschritt in so eine Folge packen und so. Aber jetzt dachte ich mir heute einfach mal hier Folge 51, Staffel 2, Folge 1 von diesem Projekt, starte ich mal wieder ganz klassisch. Und jetzt schaue ich mal genauso klassisch wie sonst auch, habe ich mal wieder keine Ahnung, wie das jetzt genau funktioniert. So, bin hier ein bisschen aus der Übung. Ich glaube, ihr könnt jetzt über die Folge ein bisschen merken. Terrakotta war das, genau. So, ja, das schaut ja soweit ganz gut aus. Und zwar zuerst mal hier zur Bauaufgabe. Wir haben hier ein Gebäude, das ist die irgendwas 80 Fifth Avenue, also an der Avenue sind wir ja hier. Und hier vorne raus ist es eben Haus Nummer 80. Und da habe ich einfach mal ein bisschen im Internet rumgeschaut und das ist ganz cool. Ich habe hier ein Bild, das zeigt zwar, dass es bei mir noch nicht ganz stimmt, aber es müsste dieses Gebäude sein, was in unmittelbarer Nähe zu diesem Gebäude steht. Also da ist dann noch ein Haus oder so dazwischen. Muss ich mal schauen, wie ich das vom Platz nochmal ein bisschen aufteile, ein bisschen hin und her schiebe. Und zumindest sieht man da die Hauswand von dem Gebäude, was wir heute bauen, auf einem uralten Bild von diesen Gebäuden von 1920, 30, irgendwas um den Dreh rum, was uns natürlich ganz gut passt. Was es aber noch besser macht, dass dieses Gebäude, was ich jetzt hier mir heute vornehme, nicht nur in der damaligen Zeit schon besteht, sondern auch in der heutigen Zeit. Heißt, ich kann mir das einfach ganz entspannt auf Google Maps anschauen und habe das eben mal gemacht, habe mal ausgemessen, wie groß muss es ungefähr werden. Und das macht es eigentlich gleich mal ein bisschen schwierig, weil jetzt geht es an die Fenster und da habe ich relativ wenig Spielraum. Ich brauche hier 12 Fenster über die Länge herein, aber ich habe hier 33 Meter jetzt vorgezogen. Plus minus 1 Meter, weil wir ja eh nur einen ganzen Meter mit den Blöcken eigentlich rechnen können. Aber da habe ich eben, wie gesagt, nicht allzu viel Spielraum, habe mir das mal überlegt, wie mache ich das jetzt am besten und ja, musste jetzt irgendwie eben die Fenster reinpacken. Ich mache jetzt, glaube ich, nur 11 Fenster auf die 33. Ich glaube, das dürfte sich ja eben ganz gut aufteilen. Ist jetzt nichts, was man eben so auf den ersten Blick dann sieht, den Unterschied. Und auch hier in den Ecken, da habe ich jetzt gesagt, passt dann nur ein Block hin, weil sonst hätte ich gleich noch ein Fenster weniger. Aber man kann es ja trotzdem sehen, so hier haben wir eben 2 Meter dazwischen, hier sind es 2 Meter dazwischen und hier haben wir ja auch einmal 1 Meter und einmal 1 Meter so ums Eck rum. Kann man dann schon so irgendwie machen, würde ich mal sagen. So, aber damit mal nicht viel mehr zur Bauaufgabe, würde ich sagen, sondern ich quatsche jetzt einfach mal so über die letzte Zeit, wie einfach keine Folgen mehr kamen und so, wo ja auch einige Fragen dazu kamen. Ja, was ist mit LBFB, wo ist es hin, diese Folge 49, ein Ende, ja, wieso ein Ende, was ist denn los hier, habe ich euch bewussterweise erstmal etwas im Unwissen gelassen. Und hier merke ich schon, geht es wieder nicht auf, kann ich das Ganze gleich um eins rüber verschieben, so. Weil der ursprüngliche Plan war, das war so eine Idee, das kam mir irgendwann so in den 40er Folgen, sage ich mal, wo ich einfach nur noch 2 Folgen die Woche gebracht habe und so, was jetzt auch so beibehalten bleibt, also da ändert sich nichts mehr dran. Da habe ich einfach gemerkt, bis Folge 100, das ist eben ganz schön lang hin. Und ursprünglich mit 3 Videos die Woche hat es ja bis Folge 100 echt eine Zeit lang gebraucht. Wenn ich mir jetzt eben das Projekt von Daniel LBH anschaue, er bringt 4 Folgen die Woche und dementsprechend immer zur 100. ein Special. Und da dachte ich mir halt, mache ich bei meinen 2 Folgen dann zu jeder 50. Special, weil dann habe ich da einfach immer ein bisschen mehr Abwechslung drin, kann da einfach öfter mal irgendwo so eine Grenze ziehen. Und jetzt mache ich einfach mal Set Oak längst, weil ich keine bessere Idee gerade habe, was ich jetzt genau machen wollte. So, und eben das darf ich jetzt hier oben auch gleich nochmal machen. Hier unten muss ich dazu sagen, das war jetzt eigentlich relativ blöd. Kann ich eigentlich direkt Undo machen, weil, ja,
Habe ich nicht mitgedacht, so wie das hier üblich ist, weil ganz unten der Boden, der wird ja eigentlich eh ein anderer. Es ist ja eigentlich relativ typisch, würde ich mal sagen, hier, dass die unteren Stockwerke immer irgendwie so für Geschäfte oder dann für Büroraum oder irgendwas in der Richtung noch sind, während der Wohnraum tatsächlich dann erst weiter oben anfängt. Und so ist es natürlich auch hier. Jetzt habe ich trotzdem das einfach mal so weit vorgezogen, damit ich es einmal hochstacken kann, um mal auf meine 17 gewünschten Stockwerke zu kommen. Also einmal Stack um 16. Ja, 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 und das hat geklappt. Und jetzt mache ich mich da unten dran, das noch ein bisschen auszubessern, da ein bisschen was noch dran zu verändern und so. Da schaue ich jetzt einfach für mich mal ein bisschen. Ja, zumindest dann waren wir bei Folge 49 angekommen und dann dachte ich mir, baue ich da doch schon mal so einen kleinen Hinweis ein, dass jetzt dann irgendwas anders ist. Hab die Folge 49 einfach mal da ein bisschen, so nicht, ein bisschen anders gestaltet, wie ihr vielleicht gemerkt habt. Hab da dann einfach mal so über die ganze Folge hinweg so die Farbe immer weiter verblassen lassen und auch jetzt nichts mehr groß an Thema oder so gemacht und die auch einfach nur ein Ende genannt. Dann habe ich da schon ein Thumbnail bewusst gewählt reingepackt, wo ich dann die Szenerie fürs neue Intro reingepackt habe. Wusstet ihr zu dem Zeitpunkt natürlich auch noch längst nicht, was es damit auf sich hat, aber so habe ich da einfach schon mal ein paar kleine Sachen vorsichtig einfließen lassen, sage ich mal. Und dann war mein eigentlicher Plan, mir 1,5 Wochen zu nehmen, also genau die Folge am Samstag von der entsprechenden Woche ausfallen zu lassen, die Folge am Dienstag drauf und dann den Samstag drauf die Folge 50 zu bringen. Was aber zeitlich einfach schon mal nicht ganz geklappt hat, weil ich habe zwar ein bisschen was vorbereitet, schon mal fürs Intro und so, da ein bisschen die Szenerie gebaut, aber es hat doch einfach alles ein bisschen länger gebraucht. Habe ich dann auch ein bisschen Schwierigkeiten mit meinem Animationsprogramm gehabt, weil ich das auf die neueste Version geupdatet hatte und dann da gar nicht mehr mit zurechtkam. Letztendlich habe ich es wieder deinstalliert und mir eine alte Version wieder gezogen. Das war ein echter Spaß. Und es kamen einfach zeitlich immer mehr andere Faktoren mit rein. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Dann war ich 2-mal die Woche in der Fahrschule. Dann wollte ich gelegentlich mal einen Stream noch starten. Was mache ich denn jetzt da oben am besten drauf? Eigentlich nur so. Dann gingen einfach das FB3-Treffen und auch sowas wie LBH 1600 und sowas weiter in Planung. Was halt einfach irgendwo dezent zeitaufwendig war und halt irgendwo so die Zeit war, die ich ursprünglich angedacht hatte, da in Folge 50 und alles drumherum zu stecken, damit das einfach möglichst schnell kommt. Aber ja, so habe ich dann da irgendwo eine gewisse Pause eingelegt und die Pause hat sich dann doch immer länger gezogen. Dann bin ich auch mal ungünstig krank geworden noch und da hat sich dann auch nicht angeboten, den ganzen Tag vorm PC zu sitzen und auch noch am besten irgendwas aufzunehmen, irgendwas ins Mikro reinzulabern. Das ist dann da nicht immer ganz so optimal, würde ich mal sagen. Jetzt nehme ich mir mal nochmal das ganze Building hier, das kann mal wieder was werden, und schiebe das einfach mal um, fragt mich nicht, 2 Meter sowas hoch. Hätte ich jetzt schon fast gesagt, ja. Oder einfach mal so ein bisschen vergleichend, was habe ich da jetzt auf der anderen Seite gemacht? Wie viele Meter habe ich jetzt hier unten drin? 1, 2, 3, 4. Ja, 4 Meter ist ja eigentlich auch eine ganze Menge, wenn man sich das überlegt. 2 Menschen hoch. Und zu weit hoch möchte ich... Ja, ich mache jetzt einfach Move um 1. Packen wir da jetzt einfach noch einen Block mehr mit rein. Das muss einfach reichen. So. Weil sonst wird einfach auch das ganze Stadtbild, die Skyline, dann zu zerklüftet. Ist irgendwo auch tatsächlich zu dem Zeitpunkt noch viel stärker so gewesen, würde ich mal behaupten. Weil es einfach damals dann erst so das Ding war, so mit diesem Stahlskelettbau oder wie das genau heißt, dass man einfach dann so begonnen hat, in die Höhe zu bauen, dass einfach solche Orte wie Manhattan oder New York im Allgemeinen halt so in die Höhe gegangen sind. Und nebendran standen halt einfach Gebäude, die waren vielleicht erst 20, 30 Jahre alt. Das waren halt normale Wohnhäuser. Also da ist der Unterschied schon relativ krass. Und das passiert natürlich jetzt hier auch, wie man sieht, aber trotzdem irgendwo
zu extrem soll es auch nicht werden, würde ich mal sagen. Also jetzt hier irgendwie so einen Wolkenkratzer stehen zu haben, wie sie heute üblich sind, neben einem 1800 irgendwas Wohnhaus, das trifft sich natürlich dann auch nicht ganz so gut. So, dann hier oben gehört mal wieder irgendwas an schöner Kante dann oben hin. Ja, von der Farbgebung natürlich ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, wie das damals aussah, ob das jetzt hier so schon passt. Und einmal nochmal Day rein. Nehme ich jetzt einfach mal auch hier mit. Hab ja immer noch die Möglichkeit, jederzeit irgendwas zu ändern, wenn es dann nicht passt, so im Gesamtbild. Ja, aber zumindest so verging halt zuletzt echt Woche für Woche und es war immer irgendwas los. Ich habe mich eigentlich nicht mehr groß dazu hinsetzen können, da irgendwo dann weiterzumachen. Und dann kam ich doch mal dazu, Folge 50 selbst zu machen und kaum war die dann mal so weit fertig. Das war dann auch schon wieder ein Spaß. Da hat YouTube da ein bisschen rumgesponnen, da habe ich eigentlich so copyright-freie Musik rausgesucht gehabt und so. Hab das Video zuvor hochgeladen, alles kein Stress. Und dann bekomme ich auf einmal so ein, zwei Tage später Urheberrecht. So, hä, was ist denn jetzt los? Dann habe ich mich echt relativ spontan noch hinsetzen müssen und an der Folge nochmal was umbasteln. Keine Ahnung, was das schon wieder für eine Aktion war. Also, ja, es wollte mich irgendwie gefühlt höhere Mächte daran hindern, diese Folge endlich mal rauszubringen. Aber irgendwann habe ich es dann doch mal geschafft. So, und jetzt einmal 1, 2, 3, 4... 5, 6 Parts muss ich jetzt hier mal nochmal unterteilen. Hier so zwischendrin haben wir jetzt 31 Meter. Wie mache ich das jetzt wieder in 6 Teile? Ja, eigentlich immer zwei Fenster zusammengefasst, oder? Wenn ich mal hier so runtergehe und dann wieder zwei Fenster weiter. Ich muss mich jetzt hier einfach ein bisschen ausprobieren. Ja, und dann war eben das Treffen... ist immer weiter näher gerückt, wo einfach da viel in Vorbesprechung und Organisation und hin und her war. Also das war teilweise schon auch ein bisschen stressig. Und wieso geht das nicht auf? Ach so, weil ich nur 11 Fenster habe und keine 12. Ja, das ist blöd. Dann habe ich jetzt 31 Meter, glaube ich, gerade ausgemessen gehabt. Und in die 31 Meter will ich jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Unterteilungen reinmachen. Die Unterteilungen aber auch gerne ein oder zwei breiter. Ich glaube, ich mache auch hier einmal das am Rand ein bisschen breiter. Dann bin ich aber nur noch bei 29. Wieso muss immer sowas kompliziert sein? Kann mir das mal jemand sagen? Ja, 29 minus 5 wären 24 durch 6. Das geht ja tatsächlich mal auf, oder? 1, 2, 3, 4... Ich weiß nicht, habe ich jetzt einen Denkfehler oder funktioniert es gleich? Da vertraue ich mir selbst immer nicht so ganz. 1, 2, 3, 4... Ja, doch, das hat gut geklappt, ja. Habe ich tatsächlich mal ganz gut mitgedacht, würde ich mal sagen. Kann ich mir jetzt selbst auf die Schulter klopfen, nur dass ich keine Hand frei habe, weil die Maus und Tastatur bedienen. Ja, weil hier oben ist es natürlich jetzt erstmal nur ein dicker Klotz, einfach nur vorgezogen. Da muss natürlich dann auch wieder Detail rein und auch irgendwie nach allen zwei Stockwerken so eine Unterteilung oder so. Aber das wird jetzt auch heute in dieser Folge nicht alles mehr stattfinden können. Ja, wie ich das da vorne jetzt mache, weiß ich auch nicht genau. Was habe ich denn überhaupt hier an Breite? So, 21. Wieder mal minus... Nee, wobei hier habe ich ja jetzt keine feste Unterteilung. Jetzt schaue ich einfach mal, wenn ich hier auch so vierer Parts dann draus machen würde. 1, 2, 3, 4, wie gut sich das aufteilt. Und 4. Und 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und zack. Nee, du nicht. So. Ja, doch, ich glaube, das passt soweit. Ist doch auch mal ganz angenehm, wenn es einfach mal läuft. Ja, okay, es schneidet sich eben ein bisschen hier dann oben, wo eigentlich die Fenster dann... da oben dran sind, aber solange es hier unten aufgeht, ist mir das eigentlich relativ egal, muss ich sagen. Hauptsache einfach so das Gesamtbild stimmt dann da ein bisschen. Gut, was gibt's denn noch zu erzählen? Einfach mal, was jetzt auch die neue Staffel anbelangt. Da habe ich mir doch im Hintergrund auch ein, zwei Sachen überlegt gehabt, weil jetzt, das ist jetzt diese Staffel, mit der ich jetzt auch LBFB zu einem richtigen Community-Projekt machen möchte. Also wo ich dann nicht mehr alleine hier nur vor mich hinbaue, wie es jetzt heute beispielsweise der Fall ist, sondern einfach mehr in Zusammenarbeit geschieht.
Und ich möchte irgendwie wieder so einen Steinfliesenboden oder so, wo ich jedes Mal dran scheitere, dass ich da eigentlich nichts finde, weil es da echt schwierig ist, irgendwas Passendes zu finden. Ich nehme jetzt einfach Quarzblock sind, glaube ich, ganz gut. Die teilen sich doch noch ein bisschen auf. Ja, geht schon. So, wie ich das dann hier noch genau mache, weiß ich auch nicht so genau. Da kann ich eigentlich hier auch einmal zumindest Terrakotta setzen. Aber so werde ich jetzt diesen Server hier auch in absehbarer Zeit wirklich eröffnen. Also da kommt jetzt auch die Tage dann mal. Ich würde mal sagen, da muss ich jetzt auch schauen. Ich habe ja auch einen kleinen Vlog von Köln gedreht, wo ich gerade ein bisschen am Schneiden bin. Je nachdem, wann ich den dann letztendlich online bringen kann, auch wie es mir einfach zeitlich rausgeht, werde ich dann auch die Tage einfach mal ein kleines Tutorial bringen, wo ich euch dann einfach mal zeige, wie kommt ihr auf diesen Server, was braucht ihr alles dafür, wie joint ihr dann hier so einfach mal ja eine komplette Anleitung, damit ihr auch alle Sachen da einfach zusammenfinden könnt und dann hier selbst auch einfach mal drauf joinen, um hier mitzubauen und ähnliches. Das Ganze organisiert sich ja einfach hier durch diese Rollenmanuett war das. Kann ich jetzt hier einen Player-Name machen. Und dann seht ihr schon, habe ich hier eine gewisse Auflistung von verschiedenen Rollen, die ich dann vergeben kann, die einfach verschiedene Berechtigungen haben. Das ist natürlich sowas wie ein Auror oder so. Dann ganz hoch, Makusa, No Match ist erstmal so diese Standardrolle. Also es sind einfach die Muggel, die halt nichts können. Die Nicht-Magischen, die können nicht zaubern und können auch auf diesem Server nichts. Und dann hier eben verschiedene Häuser. Wenn ihr da nicht wisst, in was für einem Haus ihr genau seid, dann könnt ihr da einfach nach den Hogwarts-Häusern gehen. Also das wurde bei Ilvermorny halt eigentlich einfach kopiert, wie es in Hogwarts ist und kann man eigentlich ganz gut zuordnen. Und so kann ich euch dann da eben Rollen verleihen, mit denen ihr hier mitmachen könnt. Das dürft ihr allerdings nicht zu sehr mit dem LBRH-Surfer vergleichen, weil hier diese Rollen, die sind praktisch auf diesem Surfer das Bauteam. Also es gibt ja nicht so, dass es groß eine Einteilung gibt, um dann in die Freebuild oder ähnliches zu kommen. Dieser Server widmet sich ja wirklich erstmal nur dem Projekt, um hier einfach ein Gemeinschaftsprojekt, ein Community-Projekt draus zu machen und nicht um euch da irgendwo ein Spiel- und Spaßangebot zu bieten, weil es ja doch auch immer ein bisschen Leistungs- und Kosten- und Service- und was auch immer aufwendig ist. Aber zumindest soweit einfach mal diese Rollen dienen euch dazu, hier dann mitbauen zu können, wo ich einfach mal sage, hey, hast du Bock auf eine Folge? Entweder wir reden zusammen oder ihr baut einfach im Hintergrund als Bauteam mit. Wenn ich irgendwo streame, wenn ich sowas wie 24-Stunden-Streams mache, dann einfach hier in größerer Gruppe zusammen auch interagieren zu können, ist, glaube ich, eine ganz coole Sache. Und wie man hier jetzt auch schon sieht, habe ich jetzt hier einfach mal so einen Bereich abgetrennt. Einmal mit den blauen Wolle-Linien und jetzt hier mit Barriereblöcken auf den Straßen, die ich natürlich jetzt nicht so zubauen möchte. Da ist jetzt eben hier das Ziel für die nächsten Wochen, diesen Bereich hier weiter aufzufüllen. Habe ich auch zuletzt schon über die letzten paar Folgen hin und wieder im Hintergrund mal ein bisschen gezeigt, dass ich die da mal vorgezogen habe, auch um da mal ein bisschen so drauf hin zu leaken. Das ist jetzt hier der Spawn-Bereich, der ist jetzt eben hier direkt auf diesem Bereich hin abgetrennt, dass einfach, wenn jemand neu auf den Server kommt, ihr nicht die Möglichkeit habt, direkt durch die halbe Stadt zu laufen, weil selbst wenn man als Muggel dann ohne Rechte hier unterwegs ist, ist es ja dann trotzdem einfach so das Ding, dass man sich spoilern kann und so, dass man am Ende irgendwo landet, wo man nicht hin soll. Und eben das ist natürlich hier auch zu vermeiden. Dafür jetzt erstmal hier dieser Bereich, wenn ihr völlig neu auf dem Server seid. Und sobald ich euch dann das erste Mal irgendwo einteile, entsprechend irgendwo zu mir hin TP, könnt ihr ab diesem Moment dann auch in der Map rumlaufen und so. Das ist dann einfach so eine Vertrauenssache. Also einmal natürlich wenig Anteil, die Rollen, die werden dann, ich weiß gar nicht, ob ich das eben schon gesagt habe, werden dann nach so einer Folge oder nach so einem Stream auch immer wieder entzogen, weil ansonsten habt ihr ja pausenlose Bauberechtigungen, was ja eben nichts in der Sache ist, aber zumindest wenn ihr das erste Mal dann irgendwo mit eingeteilter Weise aktiv dabei wart, dann ist es der Punkt, wo ihr auch wirklich die Map dann nutzen könnt, wo ihr wirklich hier unterwegs sein könnt und wo ihr hier auch einfach ein bisschen was erkunden könnt. Ja, soweit einfach mal der Plan in der Hinsicht und dann habe ich mir auch weitere Sachen überlegt, beispielsweise mit einer NPC-Mod werde ich auch was machen, also für all die Leute, die hier nicht unbedingt selbst mitmachen können oder um einfach Leute, die eine gewisse Würdigung verdient haben, auch hier dann entsprechend zu würdigen, passt natürlich in einer Stadt von der Größe ganz gut, auch mit ein paar Leuten das Ganze aufzufüllen. NPCs ist natürlich auch immer so eine Sache, aber ich zeige euch das jetzt einfach hier mal kurz. Da haben wir hier einmal diesen
Editor, genau, ich glaube, der war das und dann noch das andere, aber so genau kann ich mich da auch noch nicht aus. Kann dann einstellen Textur und Farben, wenn die dann reden, kann da einfach so ein paar Basics mit einstellen. Allzu aufwendig, allzu viele Möglichkeiten gibt es jetzt hier in der Mod gar nicht, aber trotzdem erstmal so der richtige Ansatz, würde ich mal sagen, um euch dann irgendwo auch in Räumlichkeiten reinzupacken, beispielsweise hinter irgendwelche Ladentheken oder auch irgendwo in der Stadt draußen rumstehend, um einfach hier auch dieses Stadtbild zum Leben zu erwecken. Ja, waren jetzt einfach mal so ein paar Ideen meinerseits, aber damit soll es das jetzt für diese Folge eigentlich auch schon wieder gewesen sein. Wir hören uns dann ab kommendem Dienstag auch wieder aktiv mit weiteren Folgen. Streams gibt es jetzt morgen und übermorgen nicht, jetzt steht LBH 1600 an und auch kommenden Mittwoch bin ich nochmal mit einem Nachtreffen vom FB3-Treffen beschäftigt, aber zumindest in den Folgen hört ihr mich jetzt wieder aktiv. Damit danke fürs Zuschauen, freut mich, dass ihr wieder und immer noch mit dabei seid und bis zum nächsten Mal. Ciao Leute!